Ja, wir befinden uns gerade hier in so einer Predigtreihe über die 10 Gebote für die, die jetzt das erste Mal da sind oder die es noch nicht mitbekommen haben und sind jetzt inzwischen schon beim 5. Gebot, was so kurz zusammengefasst heißt Ehre Vater und Mutter, so ein sehr interessantes Thema. Und wir haben in der ersten Predigt von Matze gehört, also über das erste Gebot, dass die ersten Gebote so über die Beziehung zwischen Gott und Mensch was aussagen und dann kommen die nächsten Gebote, die sagen etwas über die Beziehung zwischen den Menschen aus. Also die ersten Gebote waren sowas wie Heilige den Sabbat, du sollst dir kein Bildnis machen, das bezieht sich eben auf Gott. Und so Sachen wie du sollst nicht stehlen und so, die wir auch alle kennen, bezieht sich eben auf die Beziehung zwischen den Menschen. Und dieses Gebot ist jetzt so ein bisschen der Übergang, was sich eigentlich auf beide Punkte so bezieht. Genau, und das ist nicht nur deswegen ein ganz besonderes Gebot, aber wir können erstmal gemeinsam 2. Mose 20, Vers 12 aufschlagen. Es ist nur ein Vers, aber in dem steckt sehr viel drin. Aber ich versuche mich kurz zu halten. Genau, also 2. Mose 20, Vers 12. Da steht, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst im Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Ich habe gerade schon gesagt, es ist ein sehr besonderes Gebot und bevor ich jetzt anfange, tiefer darin einzusteigen, möchte ich erstmal klar machen, warum es denn so besonders ist. Der eine Punkt ist eben, dass es sich sowohl auf die Beziehung zwischen Gott und Mensch bezieht, als auch auf die Beziehung zwischen den Menschen. Genau, also das Gebot ist nicht wichtiger als die anderen, damit das klar ist, sondern hat eben nur eine besondere Stellung. Das sieht man auch daran, dass es das einzige Gebot ist, was eine Verheißung hat, dieses, auf das du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Das hat auch kein anderes Gebot. Dann ist es noch ein besonderes oder sehr wichtiges Gebot, weil der Mensch eigentlich von Anfang an irgendwie ein Problem damit hat, sich unterzuordnen, irgendwelche Autoritäten anzuerkennen. Das sieht man schon im Paradies, jetzt der Sündenfall. Aber genau das verlangt dieses Gebot, dass man sich seinen Eltern unterordnen soll oder eben auch Gott unterordnen soll. Genau, und wir hatten auch in der ersten Predigt von Matze schon gehört, dass eigentlich alle Gebote wichtig sind, weil Gott, der Autor dieser Gebote und gleichzeitig aber auch unser Schöpfer, genau weiß, wie unser Leben eigentlich laufen soll. Und wenn wir uns an diese Gebote halten, dann geht es uns einfach besser und die sind gut für uns. Und gerade heutzutage ist auch schon der letzte Punkt, warum diese Gebote wichtig sind oder dieses Gebot ganz besonders ist. Ich glaube, gerade in den heutigen Tagen ist dieses Gebot sehr brisant, weil einfach ein völlig falsches Familienbild in unserer Gesellschaft herrscht. Familie wird nicht mehr so anerkannt, wie es eigentlich in der Bibel steht. Zucht und Ordnung sind sowieso altmodisch. Braucht man heute nicht mehr. Die Kinder sollen lieber so ganz frei, ohne Einfluss von den Eltern aufwachsen und sich selbst finden und was weiß ich, was da noch für Einstellungen dazu gibt. Aber wenn man diese Einstellung hat, dass Zucht und Ordnung überholt sind, dann sagt man eigentlich, Gott ist überholt. Und das ist auch alles altmodisch, was der uns erzählt, was in der Bibel steht. Und diese Einstellung haben viele in der Welt, aber für uns Christen ist das einfach kompletter Schwachsinn. Das heißt, wenn wir die Einstellung haben, wir brauchen keine Zucht und Ordnung und wir müssen nicht auf unsere Eltern hören, dann können wir gleich sagen, die ganze Bibel ist altmodisch und die brauchen wir eigentlich nicht. Genau, und vielleicht noch ganz kurz in 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 3, ich fasse das kurz zusammen, da ist von den letzten Tagen die Rede und dass es eine schlimme Zeit sein wird. Und dann wird aufgezählt, woran man diese schlimme Zeit erkennt. Und da steht dann, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich und so weiter und so fort. Was ich nur deutlich machen will, dass hier von schlimmen Zeiten die Rede ist, in denen die Kinder ihren Eltern ungehorsam sind. Das heißt, man sieht, Gehorsam gegenüber den Eltern hat in der Bibel eine wichtige Stellung und gerade heutzutage, wo Familien nicht mehr als wichtig erachtet werden,
macht sich die Gesellschaft eigentlich nur selber kaputt, weil wenn Unterordnung schon in der Familie nicht mehr funktioniert, wo soll sie dann funktionieren? Genau. Und noch der letzte Punkt jetzt wirklich, warum dieses Gebot wichtig ist. Gerade in dem Alter, in dem sich hier viele befinden, so der Übergang zwischen Kindsein und Erwachsensein, ist, naja, vorsichtig ausgedrückt ein bisschen schwieriges Alter, sage ich mal. Aber an dieser Stelle ist zu sagen, das gilt nicht nur für Kinder, dieses Gebot, sondern ist für uns alle ganz wichtig, egal ob erwachsen oder noch Kind. Genau. Dann komme ich auch schon zu meinem ersten Punkt. Ich habe heute nur zwei Punkte. Der erste ist, wie ehre ich meine Eltern? Dazu sollte man vielleicht am Anfang erstmal wissen, was bedeutet Ehren überhaupt? Also das Wort, was hier in der Bibel steht, das Hebräische, bedeutet so viel, dass man Respekt vor ihnen haben soll, Ehrfurcht haben soll und dass man sie aber auch praktisch unterstützen soll. Das heißt sowas wie Altersvorsorge und wenn es nötig ist, finanzielle Unterstützung. Das betrifft wahrscheinlich die wenigsten. Darauf möchte ich jetzt auch nicht länger eingehen. Genau, aber es umschließt auf jeden Fall nicht nur das theoretische Ehren, sondern auch praktisch. Genau. Ich möchte jetzt nicht alle einzelnen Art und Weisen aufzählen, wie man seine Eltern ehren kann, dadurch, dass man den Müll rausbringt und was weiß ich, sein Zimmer aufräumt, wenn die das sagen. Sondern was ganz besonders wichtig ist, egal wie wir unsere Eltern ehren, dass wir dabei die richtige Einstellung haben und dass wir es mit der richtigen Motivation, mit der richtigen Art und Weise tun. Damit meine ich, dass wir uns nicht einfach an diese Buchstaben halten, die in der Bibel steht, die in der Bibel stehen, ihre Vater und Mutter und dann macht man es eben und eigentlich haben wir aber gar keinen Bock darauf, sondern wir sollen es erfüllt vom Heiligen Geist tun und mit Freuden tun. Das heißt, wenn dir gesagt wird von deiner Mama oder von deinem Papa, du sollst den Müll rausbringen oder irgendetwas anderes machen, dann sagst du ja, natürlich und tust das erfüllt vom Heiligen Geist. Genau, also das ist die erste Form, wie man seine Eltern ehren kann, ganz praktisch mithelfen, auf sie hören, wenn sie was von einem wollen. Genau, aber das Ehren kann auch ganz anders aussehen, indem man einfach sich abgewöhnt, so schlecht über seine Eltern zu reden, sondern positiv auch mit seinen Freunden zusammen, dass man nicht sagt, die sind alle, also unsere Eltern kann man vergessen, die kommen aus einem anderen Jahrhundert und keine Ahnung, was die da für Einstellungen haben, das ist alles altmodisch, auf die höre ich ganz sicher nicht. Das ist alles andere, als seine Eltern zu ehren und das missfällt Gott einfach. Und ich bin mir sicher, dass ihr alle schon mal die Situation hattet, dass irgendwie eure Eltern euch so genervt haben und ihr erstmal zum Kumpel gegangen seid und gesagt habt, meine Eltern, auch. Darüber will man gar nicht reden, die sind so schrecklich und keine Ahnung. Man lässt sich dann richtig schön darüber aus und lästert über seine eigenen Eltern. Und sowas ist alles andere, als sie zu ehren. Genau, und man ehrt damit auch ganz sicher nicht Gott. Das Ehren der Eltern beginnt also nicht erst da, wo man auf sie hört und wo man das tut, was sie einem sagen, sondern schon im Herzen. Wir sollen auch eine innerliche gute Einstellung ihnen gegenüber haben und dankbar für sie sein. Und da ist auch mit eingeschlossen, dass wir für unsere Eltern beten. Wenn wir für unsere Eltern beten, sind auch nur Menschen, die machen häufig Fehler und brauchen auch Gottes Hilfe, dann ehren wir dadurch unsere Eltern. Und am besten ist es, wenn wir sogar mit unseren Eltern zusammen beten, wenn das möglich ist. Genau. Dieses ganze Gebot, ich meine schon, das ist nicht nur für Kinder gedacht, sondern lässt sich eben auch auf die Beziehung zwischen geistlichen Eltern, Pastoren oder auch älteren Personen einfach übertragen, auch auf Vorgesetzte. Ihr müsst jetzt nicht mit euren Vorgesetzten zusammen beten, aber ihr könnt auf jeden Fall für sie beten. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt gleich im weiteren Verlauf von Eltern redet, könnt ihr in den meisten Punkten eigentlich auch entweder Pastoren, Älteste oder Ähnliches mit einsetzen. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, dass man bei den Eltern sich
das Verhalten, was Gott verlangt, angewöhnt, dass man sie ehrt, weil wenn man seinen Eltern mal nicht ganz so gehorsam ist, hat das meistens keine schlimmen Folgen, aber wenn man dann irgendwann mal seinem Vorgesetzten oder so nicht mehr so gehorsam ist und da Blödsinn macht, hat das meistens schlimmere Folgen. Das heißt, in der Familie ist das eine ganz gute Übung, um Gott einfach ähnlicher zu werden. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass einige von euch hier sitzen und denken, es ist ja schön und gut, was du da vorne alles erzählst, aber du hast einfach keine Ahnung, wie meine Eltern drauf sind. Die sind so schrecklich, würdest du das mitbekommen, dann würdest du das ganz sicher nicht so locker sagen. Es ist richtig, ich habe keine Ahnung, was bei euch in den Familien abgeht, zumindest nicht bei jedem. Aber trotzdem ist es so, dass ich alles, was ich davor gesagt habe, ernst meint. Und ich mache jetzt eine Aussage, die ich danach so ein bisschen einschränken werde, aber erstmal ist ganz wichtig zu wissen, Gott macht hier auch keine Ausnahmen. Egal wie kompliziert deine Eltern sind, hat Gott sie dir gegeben und du sollst sie ehren. Klingt ziemlich hart, aber hier steht, du sollst deine Eltern ehren, du sollst Vater und Mutter ehren, nicht nur ein von den beiden. Und da steht nicht nur, wenn sie freundlich zu dir sind und dir regelmäßig Taschengeld bezahlen, keine Ahnung, sondern egal, wie schwierig das manchmal ist, Gott hat dir die Eltern gegeben, das war kein Zufall, und er möchte, dass du sie ehrst. Jetzt kommt die Einschränkung. Wie ich gerade schon angekündigt habe, wenn eure Eltern euch zur Sünde verführen oder euch zwingen, etwas zu tun, was gegen Gott ist, da ist der Punkt gekommen, wo ihr eure Eltern nicht mehr ehren müsst. Einfach aus dem Grund, weil das Ehren soll es bezieht sich auf eine Beziehung zwischen Kind und Eltern und die beruht auf Gegenseitigkeit und die soll in dem Herrn geschehen. Also nur das soll geschehen in dieser Beziehung, was Gott auch möchte und was ihm wohlgefällt. Das heißt, wenn eure Eltern etwas tun, was gegen die Gebote Gottes verstößt, ist Gott immer die höhere Instanz und wir müssen immer erst auf ihn hören und dann auf unsere Eltern. Das bedeutet jetzt nicht, wenn ihr gerade irgendwie beim Bibellesen seid und dann fragt eure Mutter, ob ihr nachher mal aufräumen könnt, dass sie euch zur Sünde verführen, aber ihr wisst, was ich damit meine. Hierfür können wir uns auch mal ganz praktisch das Leben von Jesus angucken. Er ist uns da, wie so häufig, einfach ein ziemlich gutes Vorbild. Als er mit seinen Eltern in Jerusalem ist und sie dann wieder zurückgehen und denken, er ist bei den Bekannten und dann irgendwann feststellen, dass er nicht mehr da ist und ihn dann im Tempel finden, antwortet er ihnen, als sie ihn wiederfinden, dass er in dem bleiben musste, was seines Vaters ist. Gott ist in diesem Moment einfach wichtiger. Und auch wenn seine Eltern sich Sorgen gemacht haben und er bestimmt wusste, dass sie sich um ihn sorgen, war es ihm wichtiger, im Tempel zu bleiben und die Nähe zu seinem geistlichen Vater und zu unserem Gott zu suchen. Zwei Verse weiter steht dann allerdings direkt, dass er mit ihnen kam und er war ihnen untertan. Das heißt, als er wieder bei seinen Eltern war, hat er ihnen gehorcht und hat dieses Gebot befolgt, obwohl sie Sünder waren und sicherlich auch manchmal nicht ganz einfach, hat selbst Jesus, der eigentlich komplett perfekt ist, sich um seine Eltern gekümmert. Das sieht man auch sogar, als er noch am Kreuz hängt, gerade am Sterben ist und noch zu Johannes sagt, siehe deine Mutter, und damit Johannes auffordert, dass er sich um seine Mutter kümmern soll. Das heißt, er ist noch immer selbst am Kreuz diesem Gebot gehorsam und kümmert sich um seine Eltern. Genau. In Epheser 6, Vers 1 bis 4 redet Paulus auch über dieses Gebot. Und da sagt er direkt, nachdem er das Gebot zitiert, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Damit wird einfach nochmal unterstrichen, dass dieses Gebot auf Gegenseitigkeit beruht. Es ist nicht so, dass es einfach
ein blinder Gehorsam ist, den Gott uns hier abverlangt, sondern er erwartet auch was von den Eltern, dass sie eben die Kinder mit dem christlichen Glauben erziehen. Und das eigentlich nochmal unterstreicht nur das, was ich davor schon gesagt hatte, dass es eben auf Gegenseitigkeit beruht und wir immer erst auf Gott hören sollen. Und das gilt eben auch für unsere Eltern, die erst auf Gott hören müssen und dann danach ihre Erziehung ausrichten sollen. In der Bibel ist die Familie etwas ganz Wichtiges, man könnte fast sagen was Heiliges. Also Gott ist es wichtig, er hat die Familie überhaupt erst erschaffen. Also es ist ihm wichtig, dass eine gute Beziehung in der Familie herrscht. Aber das ist dem Teufel leider auch nicht entgangen. Und deswegen versucht er gerade in heutigen Tagen Familien weitgehend einfach zu zerstören. Es ist unglaublich, wie viele ihn sich scheiden lassen und wie viele Familien einfach zerbrechen. Und irgendwie interessiert es niemanden, ist schon beinahe was Normales. Und ich weiß auch, dass das leider unter den Christen, auch hier in unserer Jugend, durchaus vorkommt und kein Einzelfall ist, dass Familien einfach kaputt gehen. Ich habe es gerade in letzter Zeit sogar viel gehört, wo bei Freunden die Familie gerade kaputt gehen ist oder schon länger kaputt ist. Die Eltern leben getrennt. Und was auch sehr häufig der Fall ist, dass du zwar Christ bist, aber deine Eltern nicht. Und dadurch das Verhältnis sehr schwierig ist. Und ich weiß, dass es hier auch in der Jugend viele gibt, die das betrifft. Und da stellt man sich schon die Frage, was mache ich denn jetzt, wenn meine Eltern ungläubig sind? Wie soll ich sie denn dann überhaupt ehren? Dazu möchte ich sagen, erstmal gilt eigentlich trotzdem noch immer alles, was ich davor gesagt habe. Ich habe schon gesagt, eigentlich macht Gott hier keine Ausnahmen. Selbst wenn deine Eltern unchristlich sind, gilt dieses Gebot für dich und du sollst versuchen, sie so weit wie möglich zu ehren, auch wenn das sehr schwer fällt. Und was aber noch wichtiger ist, ich hatte ja gesagt, das Ehren beinhaltet auch, dass wir für unsere Eltern beten. Gerade wenn deine Eltern nicht Christen sind oder in Trennung leben und keine Ahnung was, dann bete für deine Eltern. Es ist ganz wichtig, dass du um ihre verlorenen Seelen einfach besorgt bist. Und wenn das der Fall ist, dann ist das auch ein Ehren, wie Gott es sich vorstellt. Und in Matthäus 10, Vers 34 bis 36 ist auch die Rede davon, dass wenn wir Christen werden, dass durchaus auch in der Familie Trennung entstehen kann, weil Jesus dann wichtiger wird als so ein paar familiäre Sachen. Dadurch kann Streit in der Familie aufkommen. Und eure Eltern verstehen manchmal vielleicht auch nicht, warum ihr jetzt immer hier hinkommen müsst und wie ihr euch verhaltet, weil sie einfach selber keine Beziehung zu Jesus haben. Und das Einzige, was wir in dem Fall tun können, ist, dass wir nicht arrogant werden, auf sie herabschauen und sagen, ja, ihr habt keine Ahnung, sondern dass wir ihnen trotzdem in Demut begegnen und für sie beten. Ich werde im nächsten Punkt noch darauf eingehen, warum das so wichtig ist. Bei einigen ist vielleicht auch der Fall, dass euer Papa oder eure Mutter gar nicht mehr zu Hause ist oder gar nicht da ist, ihr sie nie kennengelernt habt, ich weiß es nicht. Dazu möchte ich auch kurz was sagen. Und damit ihr nicht denkt, dass ich hier vorne stehe und ich erzähle jetzt von irgendwelchen Sachen, von denen ich eigentlich gar keine Ahnung habe, möchte ich ganz kurz was aus meiner Familiengeschichte erzählen. Also ich bin eigentlich christlich aufgewachsen. Und dann
wurde ich auch christlich erzogen, bin immer in der Gemeinde gegangen. Und trotzdem war es so, dass so von 2002 bis 2004, also schon ein bisschen her, die Ehe meiner Eltern langsam auseinandergegangen ist und sie schließlich geschieden haben. Und ich hatte lange Zeit gar keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Der war einfach weg. Genau, und ich habe auch bis heute eigentlich nie eine Entschuldigung von ihm bekommen, dass es ihm das leid tut, was er damals gemacht hat. Ich sehe zwar, dass Gott schon viel gewirkt hat, dass ich allein wieder ein bisschen Kontakt zu ihm haben kann, aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass gerade deswegen dieses Thema für mich sehr herausfordernd war in der Vorbereitung und dass auch ich mir überlegt habe, wie ich denn in so einer Situation gerade meinen Vater noch ehren soll. Genau, und ich weiß, dass es bei vielen von euch oder bei einigen zumindest genauso ergangen ist oder vielleicht sogar noch schlimmer. Ich bin für mich einfach zu dem Schluss gekommen, was ich gerade schon gesagt habe und ich wiederhole es immer wieder. Ich kann eigentlich nichts anderes tun, als einfach für ihn zu beten, dass er Jesus wieder neu erkennt. Genau, und einfach ja, vom ganzen Herzen um seine Seele besorgt sein. Und ich glaube, dass das genau das ist, was Gott sich vorstellt, dass ich nicht zu ihm gehe und ihm alle seine Fehler vorhalte, sondern ja einfach, wenn ich mir angucke, was Jesus mir alles vergeben hat und wenn ich verstehe, dass ich eigentlich ein genauso schlechter Mensch bin, der voll von Sünde ist, ja, dass ich dann einfach nur zu dem Schluss kommen kann, dass ich ihm auch vergeben muss, auch wenn das nicht leicht ist. Und ich weiß das selber, ich habe eine Zeit lang in meinem alten Hauskreis immer wieder als Gebetsanliegen zwar gesagt, dass sie für meinen Vater beten sollen, aber innerlich habe ich eigentlich gedacht, dass das sowieso nichts mehr wird und dass er irgendwo auch selber Schuld hat, wenn er sich von Gott abwendet und wenn er mir sowas antut, dann hat er nichts Besseres verdient. Genau, also auch bei mir gab es nicht so leichte Zeiten. Und trotzdem hat Gott mir einfach gezeigt, dass Jesus mir am Kreuz vergeben hat und dass ich deswegen auch ihm vergeben soll und einfach ihn ehren soll, indem ich für ihn bete. Und was mir dabei ganz viel geholfen hat und was für jeden gilt, egal ob ihr in einem heilen christlichen Elternhaus aufwachst oder im nichtchristlichen oder keine Ahnung, dürfen wir eine Sache wissen und die hat mir einfach extrem viel Kraft gegeben, das auch nochmal in der Vorbereitung zu verstehen, dass wir einfach einen perfekten und liebenden Papa im Himmel haben, der sich in jeder Situation um uns kümmert. Wenn ich mir vorstelle, dass ich in der Zeit, wo ich keinen Kontakt zu meinem Papa hätte, gar keinen Papa mehr hätte, dann wäre es ziemlich schlimm und wir haben einfach dieses Privileg, dass wir wissen dürfen, wir haben einen so unglaublich gnädigen und großen Vater im Himmel, wofür wir einfach nur dankbar sein können. Genau. Und vielleicht an dieser Stelle kannst du dich selber fragen, nachdem du das jetzt gehört hast, ob du deine Eltern wirklich ehrst. Betest du für deine Eltern? Liegen sie dir am Herzen, wenn sie nicht Christen sind? Oder ist es dir eigentlich egal? Verachtest du sie? Redest du schlecht über sie? Ich weiß es nicht, aber darüber sollten wir uns auf jeden Fall Gedanken machen, weil es Gott einfach wichtig ist und weil er uns so viel Gnade geschenkt hat. Und ich hatte es am Anfang schon gesagt, ich gehe gleich auch nochmal darauf ein, dass dieses Gebot auch auf die Beziehung zwischen Gott und Menschen weist. Genau, deswegen macht euch darüber gerne Gedanken. Genau, dann komme ich zu meinem zweiten Punkt. Warum soll ich denn meine Eltern ehren? Warum soll ich sie ehren, wenn sie nervig sind? Das macht doch irgendwie keinen Sinn. Und genau, da hatte ich gerade schon gesagt, dass die Beziehung zwischen Vater und Kind auch auf die Beziehung zwischen Gott und Mensch hinweist.
Und das ist eigentlich der erste Grund, warum wir unsere Eltern ehren sollen, weil unsere Beziehung zu unseren Eltern soll ein Ebenbild von der Beziehung zwischen Gott und Mensch sein. Das heißt, wir sollen auch unseren Eltern mit Respekt gegenübertreten. Und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind und uns so überlegen, wie wir manchmal mit unseren Eltern oder auch mit unseren Vorgesetzten oder Ältesten umgegangen sind, dann würden wir, wenn wir ehrlich sind, ganz sicher nicht so mit Gott umgehen. Es würden uns nicht im Traum in den Gedanken kommen. Deswegen sollten wir mit unseren Eltern auch nicht so umgehen. In Malachi 1, Vers 6 zum Beispiel steht: Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Oder in Epheser 3, Vers 14 bis 15, wo steht, dass Gott einfach das Vorbild von jeder Vaterschaft ist. Das heißt, Gott selbst vergleicht sich an dieser Stelle als der Vater und sagt davor, der Sohn soll seinen Vater ehren, und direkt danach sagt er, ich bin auch der Vater, wo ist meine Ehre? Das bedeutet, wenn wir sündigen, egal auf welche Art und Weise, dann brechen wir eigentlich dieses Gebot hier, weil wir unseren Vater im Himmel nicht ehren. Wir beachten seine Regeln nicht, wir brechen seine Regeln. Wenn dein leiblicher Vater dir hier etwas sagt, dass du etwas unterlassen sollst oder dir eine Anweisung gibt und du brichst sie, dann ehrst du deinen Vater hier nicht. Aber wenn du sündigst, dann ehrst du deinen Vater im Himmel genauso wenig. Und das Schlimme ist, wenn du deine Eltern hier nicht ehrst, dann sündigst du und ehrst damit automatisch auch nicht Gott. Und genau, das ist der erste wichtige Grund, warum wir unsere Eltern ehren sollen, weil in dem Moment, wo wir es nicht tun, ehren wir Gott auch nicht. Genau. Der zweite Punkt steht auch in Epheser 6, Vers 1, wo auch Paulus darüber redet, was ich vorhin schon einmal zitiert hatte, wo steht, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Hier sehen wir einmal nochmal ganz kurz, dass wir unseren Eltern in dem Herrn gehorsam sein sollen. Das heißt, wenn es nicht mehr in dem Herrn geschieht, dann müssen wir ihnen auch nicht mehr gehorsam sein. Aber worauf ich eingehen will, ist der Punkt danach, denn das ist Recht. Eigentlich sagt er hier nichts anderes als, das ist richtig, das ist normal und das ist natürlich. Wenn wir uns die Schöpfung Gottes angucken, sehen wir in sehr vielen Punkten, dass Zucht und Ordnung eigentlich herrscht. Das ist was ganz Natürliches. Und deswegen sollte es genauso bei uns sein. Genau, Gott hat uns so geschaffen. Wir sollen seine Gebote halten, damit es uns gut geht. Das heißt, der nächste Grund ist einfach, ist es richtig, wenn wir es machen? Und einfach nur logisch. Genau, also es ist genauso logisch, wenn wir uns klar machen, dass Gott unser Schöpfer ist und dass er alles in der Hand hat und dass er uns Gnade erwiesen hat, dann ist die logische Schlussfolgerung eigentlich, dass wir ihn dafür ehren und seine Gebote halten. Genau. Und der nächste Grund ist, dass wir, wenn wir unsere Eltern ehren, dass das einfach eine riesige Chance ist, ein Licht in dieser Welt zu sein. Wenn du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, könnt ihr als ganze Familie einfach ein Vorbild für andere Familien sein. Genau, indem ihr als Familie Gott anbetet und noch das Familienbild lebt, was hier in der Bibel gelehrt wird. Das heißt, es ist wichtig, dass man sich das mal anguckt, was denn überhaupt gesagt wird, wie sich Kinder genau zu verhalten haben. Wer zu faul ist, jetzt sich hier alle Verse dazu rauszusuchen, da gibt es auch gute Bücher rüber. Genau, aber das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Dadurch, dass wir unsere Eltern ehren, machen wir einen Unterschied, weil es in der heutigen Welt einfach nicht mehr normal ist, dass man seinen Eltern mit Respekt begegnet. Zumindest hier in Deutschland findet man das nur noch recht selten.
Aber eigentlich könnte man sagen, wir als christliche Kinder sollten bessere Kinder sein als die Kinder in dieser Welt. Wir sollten eigentlich die Vorzeigekinder sein, weil wir in der Bibel gesagt bekommen, wie wir uns zu verhalten haben. Und das haben nicht christliche Kinder einfach nicht. Das heißt, auch für deine Freunde in der Schule kannst du einfach ein Licht sein, indem du deinen Eltern gegenüber freundlich begegnest. Aber auch wenn deine Eltern nicht Christen sind, kannst du für deine Eltern ein Licht sein, weil sie irgendwann merken werden, dass du einfach anders bist, sage ich mal. Und wir sollen als Christen einen Unterschied machen. Genau, und wenn du mit deinen Freunden zusammen bist und du redest eben nicht schlecht über deine Eltern oder auch nicht über deine Lehrer, über deine Vorgesetzten, über deine Professoren, keine Ahnung, dann werden sie irgendwie merken, dass du da nicht mitmachst und dass bei dir irgendwas anders ist. Und dann kommt man ganz schnell auf den christlichen Glauben zu sprechen. Und ich glaube, dass Gott das durchaus benutzen kann. Und das Gleiche gilt, wie gesagt, auch, dass du ein Licht für deine Eltern sein kannst. Es kann sein, dass Gott dich ganz bewusst in diese Lage gestellt hat, dass du einen nervigen Vater, eine nervige Mutter hast, die irgendwie nichts von Jesus wissen will, aber dass er sich dahingesetzt hat, damit dein Vater oder deine Mutter Jesus kennenlernen. Also halte dich an dieses Gebot. Wer weiß, wofür Gott das alles noch benutzen kann. Genau, und auch da wird es häufig nicht leicht sein, das so durchzuhalten. Aber was wir uns klar machen müssen, ist an dieser Stelle, dass wir mehr wissen als unsere Eltern, wenn sie nicht Christen sind. Wir haben eben die Bibel und wissen, wie wir uns verhalten sollen. Und deine Eltern wissen das nicht. Deswegen kannst du da auch ein Vorbild für deine Eltern sein. Genau, und das Gleiche gilt auch nochmal für den Punkt, wenn einer deiner Elternteile irgendwie nicht mehr da ist oder ja, abgehauen ist. Ich glaube, es würde ziemlich Eindruck machen, wenn du irgendwann mal mit einem Kumpel darüber redest und dann nicht zu dem Schluss kommst, wie es häufig in der Welt ist, mein Vater oder meine Mutter ist ein, ihr wisst schon, sondern einfach sagt, dass ihr ihm nicht sauer seid und dass ihr ihm vergeben habt. Ich glaube, da würden die meisten Menschen erstmal ein bisschen verwirrt sein und euch ist es möglich, das zu tun. Einem Nichtchristen, er kann nicht einfach so vergeben, aber wir haben Jesus und deswegen ist es uns möglich. Und das ist auch eigentlich mein vorletzter Grund. Wir haben Gnade erfahren und sollten diese weitergeben. Und genau, das können wir dadurch tun, dass wir, wie in dem Fall gerade beschrieben, unseren Eltern vergeben, dass wir für sie beten und das einfach unseren Mitmenschen zeigen, dass wir ja irgendwas bekommen haben, was sie noch nicht haben, wonach sie vielleicht suchen. Deswegen möchte ich zum Abschluss nochmal auf diese Verheißung, die da im Gebot mit enthalten ist, eingehen. Wo drin steht, ich lese nochmal ganz kurz vor, auf dass du lange lebst im Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Das bedeutet jetzt nicht, wenn du deine Eltern ehrst, dass du hier ein schönes und langes Leben haben wirst, ohne Beschwerden, sondern gerade wenn wir dieses Gebot auf die Beziehung zwischen Gott und Mensch beziehen, glaube ich, dass es bedeutet, dass wir spätestens im Himmel in der Herrlichkeit bei Gott in einem Land leben werden, was uns unser Gott geben wird und dass wir da in der Herrlichkeit leben, wo keine Sünde mehr ist, wo es keine Schmerzen mehr gibt und wo wir einfach wirklich frei sind. Und da werden wir nicht nur lange leben, sondern werden da ewig leben dürfen. Und das auch noch in Gemeinschaft mit unserem riesigen, großen und liebenden und vergebenen Papa, der im Himmel auf uns wartet.
Genau. Und dann komme ich auch schon zum Ende und ich möchte zum Abschluss einfach nochmal ja, einfach Gott dafür danken, dass wir ihn als Vater nehmen dürfen, dass er ja, uns einfach vergeben hat und dass egal wie kaputt unsere Familien auch hier sind, dass er uns wieder aufbaut, dass er uns da durchtragen wird und dass er uns diese Verheißung gibt, dass wir irgendwann mit ihm in der Herrlichkeit zusammen leben dürfen. Genau, und ich möchte auch dafür bieten, dass wir einfach ja, in diesem Gebot wachsen, dass wir sowohl Gott immer mehr die Ehre bringen mit unserem Leben und auch unseren Eltern und einfach mehr so werden, wie Gott es sich wünscht. Und das Lobpreisteam kann dann schon mal nach vorne kommen. Und genau, ich würde vielleicht davor noch mal bitten, dass sich vielleicht so das Jugendteam, es sind jetzt heute nicht so viele da, und vielleicht auch ein paar Hauskreisleiter hinten aufstellen. Und wenn du einfach ja, merkst, dass deine Beziehung zu Gott in letzter Zeit nicht mehr so ist, wie sie eigentlich sein sollte, oder ja, vielleicht hast du auch Probleme in deiner Familie, dann möchte ich dich ermutigen, dass du ja, gleich nach hinten gehst und für dich beten lässt, einfach. Das werde ich jetzt gleich auch als erstes tun, weil nur weil ich hier vorne stehe, wie ihr gehört habt, läuft bei mir auch nicht alles rund. Und ich glaube, eigentlich brauchen wir alle Gebet. Also wenn ihr es gerne wünscht, stellen sich gleich ein paar Leute auf und dann könnt ihr für euch beten lassen. Oder ihr könnt auch euren besten Freund mitnehmen und mit ihm zusammen beten. Und ich bete dann noch kurz zum Abschluss.